Auf die Plätze, fertig, los. Kaum ist der Startschuss fürs Mensaessen gefallen, stürmen die Studenten das Buffet, als gäbe es etwas umsonst. Naja, umsonst gibt es heute zwar nichts, aber das Mensaessen ist diese Woche um ein Gericht reicher. Denn im Rahmen der Campus Cooking Tour steht Starkoch Patrick Gebhardt diese Woche mit in der Mensa-Küche. Zubereitet hat er heute Hähnchenspieße mit Süßkartoffelstampf und roter Karottensalsa. Wir haben angefangen heute Morgen um 7. Das ganze Team fängt hier morgens um 7 an. Und genauso ist es bei mir auch. Ich schlafe mit den ersten auf und gehe mit den letzten nach Hause. Das ist auch der Sinn der ganzen Sache, dass man das zusammentut. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und davon machen wir jetzt circa heute 800 Portionen. Patrick Gebhardt bereitet das Essen aber nicht nur mit zu, er verteilt es auch persönlich. Für den Koch, der in Hamburg ein eigenes Restaurant besitzt, ist dies keine alltägliche Aufgabe. Wie ist es denn jetzt so, das eigene Essen auch auszuteilen? Ja, eigentlich schön, weil man dann ja auch direkt ein Feedback bekommt. Und die Studenten sind schon immer ziemlich überrascht, wenn jemand mit ihnen spricht. Bitte sehr, guten Dank. Was ist das erste Feedback hierauf? Eigentlich sehr gut, also wenige verzogene Gesichter, das ist schon mal nicht schlecht. Im Gegenteil, die Studenten sind vom Anblick des heutigen Campus-Cooking-Gerichts begeistert und auch der Geschmackstest überzeugt. Du hast dich jetzt auch für das Campus-Essen entschieden, warum? Ja. Weil es billig ist und ich Pute über alles liebe oder Hähnchen. Wenn es so eine limitierte Aktion gibt, muss man das ja ausnutzen. Und wie schmeckt's? Sehr gut. Ja. Also ich habe es gestern schon gegessen und da hat es auch schon sehr gut geschmeckt. Es ist mal was anderes, es kostet nur 2 Euro. Du hast dich jetzt gegen das Campus-Essen entschieden, warum? Weil es nichts Vegetarisches gibt. Das ist schade, dass bei den Aktionen selten was Vegetarisches gibt. Vegetarier werden dafür täglich auf dem normalen Mensa-Speiseplan fündig, denn auf sie hat sich die Uniküche schon lange eingestellt. Was in letzter Zeit mehr Probleme bereitet, ist die wachsende Anzahl der Allergiker. Großes Problem für uns, weil wir bei 3.500 Essensportionen am Tag auf jeden Allergiker einzugehen, ist sehr schwierig. Wir sind im Moment daran, dieses Problem zu lösen, aber es ist sehr schwierig für uns. Doch trotz des vielfältigen Angebots mögen es die meisten Studenten am liebsten immer noch bodenständig. Spaghetti Bolognese, Schnitzel in alle Variationen und auch unser Klassiker im Herbst machen wir Linsen mit Spätzle. Das ist also auch der absolute Renner, das wird auch gerne gegessen. In dieser Woche ist aber das Campus-Cooking-Gericht der Renner auf der Speisekarte. Was bedeutet, dass der Studentengeschmack durchaus ausbaufähig ist.